Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, Rollercoaster Tycoon wollen wir jetzt mal spielen. Ihr seht, das hat VR-Unterstützung. Wir spielen es aber jetzt gerade ohne VR. Wir gucken mal in den Einzelspielermodus als erstes rein. Mission. Kann aber sein, dass nicht alles funktioniert, weil, wie gesagt, wir haben kein VR dran. Ich weiß nicht, inwieweit das unterstützt wird. Ich habe gestern schon mal angefangen aufzunehmen, aber die Aufnahme ist mir abgekackt. Aber da habe ich nicht Einzelspieler, da habe ich Sandkasten, glaube ich, genommen. Die Steuerung ist, ach Mensch, ein bisschen sehr weich, also ist für VR gemacht. So, jetzt müssen wir das hier absenken. So, wir sollen Booster, wir sollen das und das bauen. Okay, dann machen wir das mal. Strecke hinzufügen. So. Ich habe nämlich hier was gesehen. Also mit 3 könnt ihr das dann immer fixieren. Ihr könnt die Strecke auch ich hoffe, heute geht es jetzt was besser. Ne, Quatsch, ich habe gestern das Jahr ich auch kurzzeitig angespielt. Aber das Problem war, Scheiße. Ich konnte nicht. Ich konnte nicht speichern. Booster, Booster, Booster.
Strecke. Ah, fuck. Müssen wir weiter ausholen. Jetzt machen wir mal Bremse, Bremse, Bremse. Und automatisch abschließen. So, haben wir erstellt. Ja. Ach, jetzt kann ich fahren. Das hat nämlich gestern nicht geklappt, wo ich meine Strecke... Ah, naja, wollen wir jetzt nicht. Dann könnt ihr halt die Strecke mit VR fahren. Das sah schon mal besser aus. Halten zum Zentrieren. So. Spielen. Das ist irgendwie nur mit, ich habe gedacht, das ist wieder Rollercoaster, so wie wir kennen, mit einer ganzen Bahn bauen, aber... Und normalerweise sah das auch besser aus gestern hier, im freien Modus. Boah, scheiße. Da wartet wartet auch über mir. Das Steuerkreuz. Also das, wo wir hinschießen. Also sah wesentlich besser aus als jetzt gerade. Ich weiß jetzt nicht, ob es an VR liegt. Boah. So sah es gestern auch aus. Eine Trophäe haben wir gekriegt, wir haben davon was eingesammelt. Menü. Also für VR ist das bestimmt richtig cool, aber ich habe VR jetzt extra nicht angeschlossen. Einzelspieler. Missionen. Ich will noch mal schnell gucken. Wir haben Mission 1 abgeschlossen. Wir haben aber nur 1 von 2. Also und ein Stern. 2 Sterne nur. Da müssen wir mal gucken, was wir da besser abschneiden.
Wir haben auch noch den Sandkasten. Da können wir zwischen Stadt und Canyon. Wir nehmen jetzt einfach mal Canyon, was wir eben schon mal hatten. Ist nicht schlecht, muss ich sagen, aber ich hätte mir echt Strecke hinzufügen. Booster, Booster, Booster. So, Spezial hinzufügen. Halt da. So. Und Strecke hinzufügen. Ihr könnt hier auch komplett euch austoben. Das heißt, ihr könnt hier auch ein bisschen höher machen. Jetzt können wir hier runter. Könnt die Strecke auch drehen. Ach Mensch. Dass man dann halt über Kopf fährt, aber ich will das ja danach ja noch meistern. Booster, 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 Strecke. Und dann könnt ihr das halt mit, wo waren das jetzt? Strecke drehen, könnt ihr hier auch. Booster, 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 Booster. So. Ach nee, warte mal, wir müssen mal die Strecke wieder auf den Normalpunkt machen. So. Und dann können wir hier von mir aus auch noch mal. Nee. Noch ein Looping, noch ein Looping, noch ein Looping, noch ein Looping, noch ein Looping. Und sowas und sowas und sowas und sowas. Und Strecke hinzufügen. Müssen wir mal ein bisschen hier rüber gehen. Achso, wir können jetzt da schon mal. Automatisch fertigstellen. So, haben wir fertig. So. Achterbahn fahren. Jetzt können wir mal die Achterbahn nutzen. Ich will nicht VR jetzt TV-Modus halten. So. Ah, seht ihr, jetzt ist es besser. Jetzt hat er gemacht. Spielen, so.
Die Zwischensequenzen habe ich noch nicht rausgefunden, dass man, wie man die machen kann. Muss aber auch irgendwie gehen. Ah, jetzt wird's gleich. Wo ist der Multiplikator? Oh. So. Ja, da jetzt auch halt nach Punkten am einfachsten, wenn man jetzt natürlich, wenn man, denke ich mal, einfach nur einen Rundkurs macht, ohne jetzt großartig Looping oder was weiß ich, und dann einfach sind die Dinger ja platziert und dann knallt man die ab und dann passt das auch schon. Hauptmenü. Ja, schade. Ich habe auf eine Art ist es geil und VR macht es bestimmt noch mehr Spaß, aber ich habe echt gedacht, jetzt Rollercoaster. Kommt auch mal ein neues jetzt, wo wir richtig einen Park bauen können, wie Jurassic World, was ich überhaupt total liebe. Das ist so geil, das Spiel. Park bauen, Park betreiben und die ganze Kacke, das ist mega geil. Da habe ich auch den DLC, also den Season Pass, da will ich auf jeden Fall nochmal spielen, demnächst Jurassic World. Ja, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt auch. In VR macht es bestimmt noch mehr Gaudi. Da wird ihm aber bestimmt auch dementsprechend schlecht bei den ganzen Loopings. Deswegen habe ich es auch nicht in VR gespielt. Wie hieß denn das Horrorspiel hier von Sony, das mit den Teenager, wo sie alle abgemuxt wurden? Ach, da gab es auch so eine Achterbahn in der VR-Mission. Und da ist mir schon schlecht geworden. Deswegen habe ich mit Absicht jetzt hier nicht VR gemacht. Aber es macht schon Spaß, vor allen Dingen mit immer mehr nach Punkten machen und so. Und auch knifflig, dass man die Strecken dann so bauen muss, wie sie sein sollen, dass man da bestimmte Elemente einsammeln kann und auch noch Punkte machen kann. Ja, ich werde das Video auch so, wie ich es jetzt erspielt habe und aufgenommen habe, hochladen. Ich werde nichts rendern, ich werde nichts schneiden. Reines Gameplay, damit ihr seht, wie es aussieht. Ich nehme in 4K auf mit der Ava Media. Ich spiele es auch in 4K auf der PS4 Pro. Ja, damit ihr da einen besseren Überblick habt. Dann soll es das jetzt so gewesen sein. Ein Däumchen würde mich freuen. Also ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn ihr Bock habt, mich zu abonnieren, würde mich das auch freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.